Wir befinden uns hier am Spreeufer, mitten im Herzen von Berlin. Damals war das hier ein riesengroßer Spielplatz. Man hatte hier genügend Flächen, man hatte noch Mauer, wo wir dran sprühen konnten, wo wir einfach nur frei sein konnten mit dem Fahrrad auf Erkundungstour durch leere Fabrikgebäude. Das Grundstück wurde von irgendwelchen Leuten gekauft damals. Ich schätze für ein Apfel und ein Ei. Mittlerweile ist es ein zweistelliger Millionenbetrag. Wir stehen hier auf einem Privatgelände. Dadurch hat der Senat auch keine Macht, uns dieses Gelände sozusagen zur Verfügung zu stellen. Wir haben hier eine Duldung, wir haben keinen Mietvertrag, wir wissen nicht, wie weit es geht. Wir können jeden Tag einen Anruf fürchten, wo die uns sagen, ab jetzt ist hier Baubeginn, ihr müsst runter. Falls Leute hier dieses Ding abreißen wollen, müssen sie erstmal an mir vorbei, weil so geht es nicht. Es ist hier Kult, die ganze Sache. Wir sind hier am Ostbahnhof. Hier neben ist noch ein Stück Mauer, das letzte, was übrig geblieben ist in Berlin. Die Writer malen hier, alles ist hier Kult. Das Jam soll abgerissen werden, finde ich nicht so gut. Nee, finde ich echt scheiße. Es ist auf jeden Fall ein nettes Gelände. Man hat hier Platz zum Chillen und so. Sieht geil aus, auch direkt hier an der Mauer und so. Auf jeden Fall Kultur hier. Wenn das Jam zumachen sollte, wäre es auf jeden Fall scheiße, weil es definitiv ein Anlaufpunkt ist für viele Jugendliche. Das ist einfach für Berlin auch wichtig, solche Locations zu haben, ja. Genauso wie das Tacheles oder auch andere Punkte, Corners hier in Berlin. So. Wenn ich einen Sohn oder eine Tochter hätte, würde ich die guten Gewissens ins Jam laufen lassen und dann könnten die auf jeden Fall hier rumhängen. Das Problem ist generell, glaube ich, dass wir gerade im Ostteil von Berlin wenig Anlaufstellen haben für Kids, die nicht so wirklich wissen, wohin. Ja? Die vielleicht aus einem Elternhaus kommen, wo die sozialen Begebenheiten nicht so optimal sind oder die vielleicht doch einfach in einer schwierigen Phase sind und so weiter. Wir haben ehrlich gesagt, wenn wir hier weg sind, keine wirkliche Zukunft in dieser Gegend. Am besten wäre es, wenn ihr Plätze wie diesen hier einfach so lasst, wie er ist. Aber lasst uns bitte hier. Die Leute, die uns brauchen, wohnen hier. Die können nicht nach Schöneweide fahren. Bitte.